In diesem Versuch geht es darum, haptische Objekterkennung zu realisieren. Das bedeutet für einen Roboter, dass er zunächst einmal mit einer künstlichen Haut ausgestattet ist und Gelenksensoren, die ihm ermöglichen, zu erfassen, wie die Konfiguration der Hand ist. Und wir versuchen, eine menschliche Fähigkeit zu imitieren, nämlich die, dass der Mensch in der Lage ist, allein mit dem Tastsinn auch Objekte zu erkennen, durch grobe Forminformationen und eben taktile Informationen. Wir haben das so nachempfunden, dass wir die Objekte mit der Roboterhand zwei, dreimal umfassen und über die Merkmale, die wir dabei aufgenommen haben, versuchen wir, das Objekt zu klassifizieren. Wir machen zunächst einen reaktiven Griff. Das heißt, sobald er die Hand erkennt, dass sie etwas in der Hand hat, hört sie auf, die Finger zu schließen und drückt damit auch nicht zu stark auf das Objekt ein. Wir haben, ähnlich wie der Mensch, das Objekt ein paar Mal abgetastet, um eine grobe Forminformation zu bekommen. Und wir haben praktisch eine Art Hintergrundwissen eintrainiert, eingelernt. Und dann entscheidet unser Algorithmus aufgrund dieses Hintergrundwissens, welches der Beobachtung oder welcher Objektklasse die Beobachtung zugeordnet werden. Also das heißt, wir sind in der Lage, eine oder mehrere Beobachtungen, also taktile Beobachtung auszuwerten und zu entscheiden, was für ein Objekt wir da gerade in der Hand haben.